Ja, guten Abend. Noch näher ran, so. Guten Abend. Ich darf euch alle auch ganz herzlich begrüßen. Und tatsächlich, wenn ich das biografisch verorte bei mir, dann war es die Zeit vor meiner Priesterweihe, wo ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wie das denn zusammengeht, die Bindung, die ich eingehe in der Weihe, mit der Freiheit, die ich liebe. Das ist vielleicht, das ist ja nicht nur so bei der Priesterweihe, sondern das ist ja etwas, was sich auch andere Menschen, die sich binden, also zum Beispiel bei der Heirat, fragen. Also wenn ich jetzt diese Person heirate und das wirklich ernst meine, dann bin ich mein ganzes Leben an sie gebunden. Dann ist meine Freiheit futsch. Ja. Also das ist ja sozusagen der Albtraum, den man haben kann nach der Verlobung und bevor es dann zum endgültigen Versprechen geht, dass man sich sagt, also wenn ich das jetzt sage und es ernst meine, dann war es das. Also ein Schwibschwager von mir hatte gesagt, nach der standesamtlichen und vor der kirchlichen Hochzeit, ich hatte so kurz mit ihm noch Zeit gehabt, der kommt aus dem Rheinland, also das muss man sozusagen abziehen, hatte dann nach der standesamtlichen Hochzeit gesagt, so, jetzt habe ich mein gesamtes Vermögen eingesetzt, sagte er. Und beim Reingehen in die Kirche sagt er dann, und jetzt kommt's Leben. Die Geschichte der Menschheit ist, kann man beschreiben als eine Freiheitsgeschichte. Und ich finde das auch sehr adäquat, um das zu tun. Zumindest bei uns im Westen. Aber auch in anderen Ländern gibt es überall die Sehnsucht nach Freiheit und nach größer werdender Freiheit. Und Freiheit ist hier ein Begriff so ähnlich wie Liebe. Der ist sehr unspezifisch. Es gibt ganz viele Formen der Liebe. Ja. Vaterlandsliebe ist selten geworden, aber Liebe zwischen Mann und Frau, Liebe zu den Kindern, die Liebe des Lehrers zu seinen Schülern, des Pfarrers zu seiner Gemeinde zum Beispiel. Aber es gibt auch die Liebe zu Freunden, die Liebe zur Sache. Es gibt alle möglichen Formen der Liebe. In anderen Sprachen gibt es dafür viele Ausdrücke. Im Deutschen gibt es nur ein Wort dafür. Das macht es ein bisschen unspezifisch, aber es sagt auch sozusagen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und bei der Freiheit ist es ähnlich. Also was wir Freiheit nennen, ist eine äußere Freiheit von Zwängen. Aber es geht auch um eine innere Freiheit. Auch eine innere Freiheit von Zwängen zum Beispiel. Also es gibt ja psychologische Zwänge, die dazu führen, dass jemand nicht sich frei entwickeln und entfalten kann. Äußere Freiheit, innere Freiheit, Freiheit von etwas, Freiheit für etwas. Also eine negative Freiheit oder eine positive Freiheit. Es gibt eine politische Freiheit, eine wirtschaftliche Freiheit. Und erst wenn viele Formen der Freiheit zusammenkommen, kann man sich wirklich frei fühlen. Es ist die Freiheit von der Besatzung durch eine fremde Macht. Länder, die das erlebt haben, diese Befreiung, das war ein großer Glücksmoment. Ja. Wir in Deutschland haben das erlebt, das kommunistische Regime im Osten Europas zusammengebrochen ist und dann nach dem 9. November 1989 die östlichen Bundesländer, die damals noch nicht so hießen, das wurden sie dann erst später,
aber das Gebiet der DDR, der alten DDR, frei wurde. Das war ein Moment der Befreiung. Und es war toll und es war so eine Euphorie. Aber es ist nur ein bestimmter Teil von Freiheit, politische Freiheit und damit verbunden auch wirtschaftliche. Gehen wir nochmal weiter. Wir könnten sagen, dass in der alten Zeit nur wenige Menschen wirklich frei waren. In der Antike, wo die Bibel geschrieben wurde, also zumindest das Alte Testament, waren eigentlich nur die Könige frei. Alle anderen waren sehr beschränkt in ihrer Freiheit. Es gab nicht viel Bewegungsfreiheit. Das machen wir uns gar nicht klar, was Mobilität an Freiheit bedeutet. Nehmen wir jeden Tag in Anspruch. Da sind einige hier von Osnabrück einfach mal so nach hier gekommen. 50 Kilometer. Ja, das hätte man vor 100 Jahren nicht einfach so machen können, für einen Abend. Also es gibt viele Formen der Freiheit, die wir lässig in Anspruch nehmen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden und vor allen Dingen ohne dankbar zu sein dafür. Die Freiheit von Krankheiten, die wir weitgehend haben. Dieses dämliche Virus macht uns jetzt noch mal ein bisschen darauf aufmerksam, wie toll das ist. Aber früher sind viele Menschen an den läppischsten, einfachsten Infektionskrankheiten reihenweise gestorben. Und das war's dann. Also was für eine Freiheit, in einem Land zu leben, das einen bei Krankheit wirklich effektiv helfen kann. Jedenfalls bei vielen Krankheiten. Also es gibt ganz viele Formen der Freiheit. Und neben den politischen Freiheiten, die dann im Laufe der Menschheitsgeschichte errungen wurden, ganz wichtig ist natürlich die Französische Revolution in dieser Geschichte gewesen, weil bis dahin ein Großteil der Menschen in Leibeigenschaft lebte. Können wir uns gar nicht vorstellen. Das war nicht so schlimm wie Sklaverei. Naja, aber noch lange nicht so gut wie heute. Die Leute durften sich nicht frei bewegen. Sie durften sich nicht frei ihren Beruf aussuchen. Sie waren Abgaben verpflichtet gegenüber irgendeinem Herrn. Na ja, gut, Steuern müssen wir heute auch zahlen, aber das war damals anders. Also es gibt eine Geschichte der Befreiung, die auch eine Freiheit ist dann in der Meinungsäußerung, eine Freiheit in der Meinungsäußerung auch in religiösen Dingen. Da hat sich die Freiheitsgeschichte ganz früh entwickelt. Und wir müssen leider sagen, dass in dieser modernen Freiheitsgeschichte die Kirche nicht immer auf der Seite der Freiheit war, dummerweise. Sie hätte es sein können, von Jesus Christus her und vom Evangelium her. Sie hätte es auch sein müssen. Aber sie hatte sich im Laufe der Jahrhunderte zu sehr mit den Mächtigen verbündet, sodass sie auf der Seite der Mächtigen stand. Und das Freiheitsbegehren richtete sich in der modernen Freiheitsgeschichte oft gegen die Mächtigen, weil von denen Freiheiten verlangt wurden. Gut, große Freiheitsgeschichte. Man kann sagen, die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Freiheitsgeschichte. Nochmal die Einschränkung, zumindest hier im Westen. Aber das Verlangen ist in die Herzen der Menschen hineingeschrieben. Wir sind nur dann glücklich, wenn wir auch frei sind. Und in dem Maße wir nicht frei sind, in dem Maße können wir auch nicht wirklich glücklich sein. Gut, kommen wir zurück. Der Spruch ist der falsche. Übrigens, ganz nebenbei. Der Spruch, den ich als Privatspruch mir ausgesucht hatte, war: wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Das ist im 2. Korintherbrief. Aber das hier passt auch irgendwie. Aber ich habe es gerne mit dem Geist. Denn das, was dieser Bibelvers sagt aus dem Korintherbrief, ist, dass unsere Freiheit
durch das Wirken Gottes in unserem Leben uns nicht genommen wird, sondern sich eigentlich erst richtig entfaltet. Und das war für mich wichtig, also als ich dann in diese Priesterweihe da hineinging, oder Diakonenweihe war das ja schon ähnlich mit den Versprechungen jedenfalls, dass ich mit dem Versprechen des Gehorsams gegenüber dem Bischof, das Stundenbuch zu beten, mich um die Armen zu kümmern und so weiter. Dass diese Versprechen, von denen ich wusste, da binde ich jetzt mein Leben rein, also ich habe das irgendwie ernst genommen, da binde ich jetzt mein Leben rein in diese Versprechen, da war für mich sehr die Frage, wie kann ich dann weiter frei sein? Und wenn ich mich so sehr binde, auch an die Kirche, und dass die Kirche in vieler Hinsicht nicht so toll ist, ja, das war damals auch schon sichtbar. Also meine Priesterweihe war 1998, war eine andere Zeit, viele Skandale gab es schon, also von den Taten her, aber es war uns noch nicht bewusst. Viele Krisenphänomene waren noch nicht so sichtbar. Also es war in vieler Hinsicht eine andere, noch kraftvollere Kirche. Sie war nicht so wie heute. Aber trotzdem war mir klar, dass die Kirche in unserer Gesellschaft nicht mehr eine tragende Kraft war. Und dass sie eher etwas war, das immer weniger wurde. Das konnte man damals schon sehen, dass die Kirchenbesucherzahlen zurückgehen und dass auch eine epochale Gestalt von Kirche ans Ende kam. Das war alles sichtbar. Das, was jetzt passiert, kann eigentlich niemanden überraschen. Es ist nur die Art und Weise, wie es passiert, das ist jetzt nicht besonders schön. Aber das passiert, war nicht überraschend für mich. Aber da ich das damals eben auch schon sehen konnte, dass so etwas kommt, war es für mich umso schwieriger, mich an so eine Kirche zu binden. In gewisser Weise konnte ich damals schon erkennen, das ist ein sinkendes Schiff. Normalerweise geht man da nicht drauf. Da muss man schon ein bisschen blöd sein. Nicht? Und bindet sich da dran. Das ist natürlich nur in gewisser Weise ein sinkendes Schiff, nämlich im Hinblick auf den äußeren gesellschaftlichen Erfolg und die äußere und gesellschaftliche Einflussstellung oder Machtstellung. Aber das war zum Glück mir klar, dass es darum im Kern nicht geht. Aber in dem Nachdenken über diese Dinge kam ich dann auf diesen Bibelvers, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Und dann ist mir klar geworden, dass eigentlich es in der christlichen Religion und in der jüdisch-christlichen Religion im Kern um Freiheit geht. Die entscheidende Nacht unseres Glaubens, die Osternacht, dort feiern wir die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, also eine äußere Befreiung sozusagen. Und wir feiern, und das ist parallel gesetzt, ja, so wie Gott Israel aus der Sklaverei befreit hat, der Sünde im Alten Testament, so befreit Jesus uns aus der Sklaverei von Sünde und Tod durch Tod und Auferstehung. Also der entscheidende Befreiungsakt ist einer, den Gott uns schenkt. Im Alten Testament hat man sich das politisch vorgestellt. Und durch Jesus Christus wird sichtbar, was auch im Alten Testament schon eigentlich gemeint war, nämlich eine innere Befreiung des Menschen von der Herrschaft der Sünde, die zum Tod führt. Und da habe ich mir gedacht, das ist interessant. Und jetzt muss ich mal gerade doch mal auf den Zettel gucken.
weil ich mir so ein paar Bibelstellen rausgesucht habe dazu, die da sehr gut passen. Die kommen jetzt nicht aus dem Römerbrief, sondern aus dem Galaterbrief. Und in Galater 5,1 steht das, was hier auf der Leinwand ist. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Was Paulus hier meint, ist sozusagen die Befolgung des alttestamentlichen Gesetzes. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und dann später heißt es, Galater 5,13, denn zur Freiheit seid ihr berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Zur Freiheit seid ihr berufen. Nehmt die Freiheit nicht als Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Galater 5,19. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Essen und Trinken. Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich denke, da liegt alles drin. Die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit. Das ist all das, was wir brauchen, wenn wir in Gemeinschaft leben wollen. Und in Gemeinschaft leben bedeutet, in dem Maße, wie wir uns aneinander binden, dass wir freiwillig auf anderes verzichten. Dass wir uns für Gemeinschaft entscheiden und freiwillig uns binden. Weil wir verstanden haben, dass dort, wo Gemeinschaft ist, das Leben von Menschen sich entfaltet. Wenn Menschen nicht in Gemeinschaft sind, dann sind sie zwar vielleicht äußerlich frei, aber diese Freiheit ist innerlich leer. Nur wenn Menschen in Gemeinschaft leben, ist ihre Freiheit gefüllt durch das Wirken des Geistes, der in uns hervorruft Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut und so weiter. Als mir das klar war, geworden ist, konnte ich sagen, okay, dann lege ich mich da auf den Teppich. Also dann gehe ich in diese Weihe hinein und auch in diese Bindung, weil mir klar geworden ist, wenn ich das richtig lebe, das heißt, wenn ich es so lebe, dass der Geist Gottes in mir wirkt, dann ist das nicht ein Weg, wo ich die Freiheit verliere, sondern wo ich sie gewinne. Weil ich mich an die Kirche binde und an Menschen binde in der Kirche. Die habe ich mir nicht ausgesucht. Die kriege ich sozusagen mit jedem Dienst, kriege ich neue Menschen. In jedem Dienst, in den mich Jesus hineinschickt, durch den Bischof. Und immer wieder neu macht sich das bemerkbar und realisiert sich das für mich. Ich gehe hinein in einen Raum von Beziehungen. Und wenn ich mit dem Wirken des Geistes unterwegs bin, dann ist es ein echter Raum von Gemeinschaft und deshalb von Freiheit. Vielleicht ist an der Stelle noch einmal wichtig, zu sehen, was eigentlich Sünde ist, wenn Jesus uns befreit von der Herrschaft der Sünde und dass das die eigentliche Freiheit ist. Sünde bedeutet Trennung. Im Deutschen wörtlich das auch trennen.
sich absondern. Das ist die gleiche Wortwurzel. Wer sich also von Gott trennt, kann man machen. Oder von anderen, kann man auch machen. Der lebt dann für sich. Kann man machen. Aber was ist das für ein Leben? Also hineingehen in die Gemeinschaft, nicht tun der Sünde, sich binden freiwillig an andere, also nicht nur Freiheit von, sondern Freiheit für. Und dann entsteht der Lebensraum, in dem Menschen sich eigentlich entfalten können. Für den Menschen, der ist von Gott so geschaffen, dass für ihn Gemeinschaft so wichtig ist, wie für Fische das Wasser. Wenn man Menschen aus der Gemeinschaft herauszieht, dann entfaltet sich ihr Leben nicht. Dann werden sie erst komisch und je länger das andauert, desto mehr nähern sie sich dem Tod. Und zwar dem inneren Tod, dem geistlichen. Und wenn man Menschen aber in Gemeinschaft hineinwirft, genau wie Fische ins Wasser, dann können sie leben. Und dann können sie sich entfalten. Und sie können ganz frei herumschwimmen. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn es um die großen Entscheidungen des Lebens geht, wo man sich bindet, wenn man sich in der Perspektive bindet, an eine Frau, einen Mann, Freunde, die Gemeinschaft der Kirche, gehorsam gegenüber dem Bischof, ja, das ist sozusagen irgendwie so eine besondere Lebensform. Wenn man das in der Perspektive tut und um das Wirken des Heiligen Geistes bittet, dann ist Freiheit und Bindung kein Widerspruch, sondern durch das Wirken des Geistes geht es zusammen. Okay. Mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Ist es okay so? Gut.